Worum ihr braucht, nur zu fragen. Oh, ein paar interessante Sachen. Also ein paar Heldentränke für Kegane. Langschwert, Stab des Frostes, eine Schurkenrobe. Aber so beides kann ich auch gleich direkt verkaufen. So. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich versuche gerade zu meditieren, Abenteuer kommt später wieder. Ich vermisse die Tunnel zu Hause. Ihr braucht nur zu fragen. Richtig für den Job oder nicht? Etwas lief schief, was ist passiert? Wir hatten den Durchkehr zurückgeholt, doch so irgendein religiöser Fanatiker hat ihn uns gestohlen. Keine Ahnung warum. Es ist wie ich befürchtete, hört mir zu, wir haben nicht viel Zeit. Jene, die euch den Dolch stahlen, sind dieselben, die den Dämon losließen, der meinen Großvater tötete. Es handelt sich dabei um einen Tanari, einen Nabasum, genau zu sein. Derjenige, der euch den Dolch stahl, gehört zu einem Kult, der diese Bestie als ihren Gott verehrt. Vor vielen Jahrhunderten, als mein Großvater mit Tulak auf der Suche nach Abenteuern durch die Lande zog, verdarben sie es sich mit dem Tanari, der von dem Kult auf unseren Clan losgelassen worden war. Tulak und mein Großvater besiegten den Tanari, doch mein Großvater wurde tödlich verwundet. Sie fingen die Essenz des Dämons in einem Dolch. Mein Vater fand heraus, wie er den Dolch und die Bestie darin zerstören konnte. Doch Unglück brach über Durlak herein, bevor er den Dolch zu meinem Clan senden konnte. Ihr müsst den Kult finden, ihr müsst den Dolch zurückgewinnen, sodass ich die Bestie beseitigen kann. Wenn es dem Kult gelingt, den Dämon zu befreien, dann muss er getötet werden, bevor er Verderbnis über unser Land bringt. Geht und holt den Dolch, schnell. Seenräuberdolch. Hogan hat uns alles erzählt, als er uns auf der Suche nach dem Dolch... Hat uns nicht alles erzählt, als er uns auf die Suche nach dem Dolch schickte. Offenbar befindet sich in der Waffe die Seele eines bösen Dämons, den Hogas Großvater umgebracht hat. Die Leute, die uns überfallen haben, gehören dem Kult an, der den Dämon verehrt. Hogan glaubt, dass sie den Dämon in ihrem Haus in Ulgurts Bad wieder zum Leben erwecken wollen und will daher, dass wir sie aufhalten. Ich spreche mit euch, wenn ihr wollt. Für euch tue ich alles. Haben wir noch eine Heilung? Nö. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Wie wär's mit einem Whisky? Können wir hier... erstmal das verkaufen? Dass wir keine Sau haben. Wenn wir dann auch in Dings, in Baldur's Tor niemanden finden, dann schmeißen wir das Zeug einfach weg. Nichts Besonderes hier. Einmal königlich. Schlafen. Worum geht es diesmal? So, dann heilen wir uns mal ordentlich hoch. Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Weißt du was? Wir rasten einfach nochmal. Bei mir ist das Bier billig. So. Jetzt sind alle vollständig geheilt. Aber nicht ins Zauberbuch wollten wir. Ihr braucht einfach nur mal zu erst einen Quicksave machen. Ja, Kultwächter. Aber erstmal geben wir ihr hier die Quest ab. Was wünscht ihr? Ich danke euch, dass ihr Dalton gerettet habt. Er kam einige Tage vorher hierher zurück. Die Geschichten, die er erzählt hatten, waren ganz unglaublich. Den Dämonenritter. Nun, es war schön, meinen Sohn wiederzusehen. Selbst wenn es nicht für lange war. Hier sind einige meiner Ersparnisse für eure Mühen. Die Rettung mag jedoch umsonst gewesen sein. Dalton ist wieder losgezogen. Er ist auf der Suche nach neuen Abenteuern. Dieser dumme Junge. Taylor war überglücklich, ihren Sohn wiederzusehen und gab uns eine ansehnliche Belohnung. Ja, 300 Gold für einen Taugenix. Wie ihr wünscht. Tag, dürfen wir hier rein? Ihr habt nicht gehört und werdet nicht sehen. Ihr dort, wo wollt ihr hin? Maul halten, Köter, mit einem wie euch spreche ich nicht. Wir schauen uns nur um. Wir wissen, dass sich der Kult im Inneren befindet. Wir sind gekommen, um den Dolch zu holen, der uns gestohlen wurde.
Sicherlich kann der Weg für uns freigemacht werden. Sind 200 Goldmünzen genug? Wir schauen uns nur um. Sucht anderswo. Das hier ist Privatbesitz. Ja, ich glaube nämlich, wenn ich da einfach jetzt reinpresche, dass da noch mehr auftauchen werden. Ich habe euch schon einmal gewarnt, ihr geht mir jetzt auf die Nerven. Jetzt müssen wir für eure Mischung bezahlen. Genau, da kommen die Bösen. Sprecht und verschwindet. Worum ihr braucht. Ihr habt geläutet. Nera, mach mal eine Hast. Wieder ein Haufen Heldentränke. Ich glaube, davon können wir auch Dorn mal welche spendieren. Nur ein paar wertlose Pfeile. So. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Das heißt, wir gehen nochmal rasten. Ihr braucht nur zu fragen. Wie wär's mit einem Whisky? So. Ihr braucht nur zu fragen. So, im Schutz der Dunkelheit dringen wir hier ein. Und treffen auf ein paar Wächter und Magier. Ah, Brenno, ihr Konsorten. Und wir dachten schon, dass ihr heute eintrefft. Hervorragende Zeitplanung. Danke für das Kompliment. Sollen wir euch gleich töten oder würdet ihr gerne noch ein bisschen betteln? Gebt uns den Dolch, wir werden ihn euch so oder so entreißen. Ja, wirklich hervorragend. Wir sind noch nicht zu spät dran, auch dem Kult beizutreten, oder? Gebt uns den Dolch. Na, und selbst wenn ihr mich schlagen und das innere Refugium finden solltet, kommt ihr doch zu spät. Der Gott kommt und der Kummer und Leid wird über jene kommen, die sich weigern, ihm zu huldigen. Ihr solltet froh sein, dass ich bereit bin, euch hier zu töten. Unser Gott würde euch nicht zu schnell sterben lassen. Lasst sie uns ordentlich verderben. Meine Milz! Ja? Au. Okay, wir sind wieder hier. Aha. Das heißt, wir machen es mal ein bisschen richtiger. Aber was es hier angeht. Wie kann ich helfen? Worum geht es? Ihr habt mich gehört und werdet nicht sehen. Versucht, Schritt zu halten. Ja? Okay, haben wir auch ein paar Zauber raus. Die zwei da oben. Kommt, nervt jemand anderen. Ich höre zu. Fürs Erste. Wie kann ich helfen? So, dann nehmen wir mal die Heldentränke hier. Oh, die Pfeile haben sie jetzt schon verschossen. So, bitteschön. Worum, wie ihr wünscht. Oh, und unsere Hast ist schon ausgelaufen. Ja. Machen wir gleich eine neue Hast. Lassen die meinen Heldentrank wirken. Ihr sie einen Abwehrtrank. Kann ich helfen? Du machst noch ein Schild auf dich. Du machst noch eine Steinhaut auf dich. Und dann gehen wir mal da rein.
wollt ihr noch betteln? Wohl keine Lust auf Unterhaltung. Passt nun gut, wie ihr wollt. Meine Milz! Ja? Ich werde mich im Hand um... Und da bringen sie mich trotzdem um. Zum Glück habe ich einen Quicksave vorher gemacht. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ich werde mich im Hand umdrehen, darum kümmern. Ja, mein Schatz. Ich bin für... Aber nein. Okay, die Meuchelmörder da nerven. Was ist es diesmal? Jetzt nerven die Magier langsam. Und das war Safana. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Er hat euch entreißen. Aha. Worum geht ihr? Nur zu fragen. Was ist es diesmal? Ja, aber wenn es ein Wunsch ist. Die Bewohner können so dumm sein. Du gehst mir auf den Keks, du Magier. Nera schlägt sich ziemlich gut gegen den einen Meuchelmörder. Ihr habt geläutet? Hat aber keinen Furchtbannen. Du hast aber einen Furchtbannen. Kann ich helfen? So. Wieder jede Menge Heldentränke und Zeug. Was ist das denn? Stab des Schlafes, oh ja. Kampfstab, Reisendenrobe, Schurkenrobe, Rost und so weiter. Und noch mehr Heldentränke. Also Zeug, was wir gleich wieder verkaufen können. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Hand umdrehen. Wird ja lachen, wenn der der Nabazu genauso einfach ist wie der Dämonenritter gerade eben. Wie wär's mit einem Whisky? So. Ihr braucht nur zu fragen. Behälter öffnen. Trank der Steinform zu ihr. Ja, Magiewiderstandstrank auch mal. Ihr braucht nur zu fragen. Ich hab keinen Bock zu reden. Wie lange hebt der? 2 Stunden. Okay, wie lange heben die? Auch 2 Stunden, also. Kommt, nervt jemand anderen. Nimm dir erstmal Tränke. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. So, jetzt sind mal ein Chaos-Schild. Worum geht es diesmal? Im Kaktus. Im Kirion.
So. Ich brauche ein Bier. Sprecht und verschwinde. Gibt es deine Waffe? Olos, klar? So, jetzt fangen wir mal mit Zaubern an. Du machst das. Du machst.